So, Tag 3. Auf geht's. Korfu, Griechenland. Geil. Ich freue mich noch auf die Urlaubsvlogs. Ich frage mich gerade, ob ihr euch auch so freut, wenn von uns neue Vlogs kommen immer. Ich freue mich gerade richtig auf den Urlaubsvlog. Eli Geller. Ich habe mich früher immer so gefreut, wenn ein neues GTA-Video von Erne kam. The best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Frati, danke für den Sub. Melle tot langsam auf, Leute. So, Freunde. Nächster Tag, Tag 3. Wir waren gerade frühstücken, es ist 10 Uhr gerade, wir chillen unser Leben. Wir gehen heute zu unserem Strand da und von dort aus gehen wir zu einem der schönsten Strände in Korfu. Kennt ihr das, wenn ihr euch immer so auf ein Video gefreut habt, dass ihr guckt erstmal die ganzen anderen Videos und die fragt so, Mama, wie lange dauert Essen noch? Noch 10 Minuten. Okay, dann habt ihr nochmal 10 Minuten irgendwas gemacht und dann, wenn Essen kommt, dann macht die Video an so, BAP! Und dann mit Essen. Oh. Und dort soll man irgendwelche coolen Wasseraktionen machen. Hä? Das ist einer der schönsten Sandstrände. Okay, ich fahre doch jetzt zu diesem Sandstrand. Ja, von unserem Strand. Möse, danke für Zapp. Wir fahren mit dem Auto zu diesem Sandstrand. Und das ist so heute unser Plan. Danach gehen wir auf irgendein Restaurant, wo es einen super schönen Sonnenuntergang geben wird. Also richtiger Beziehungsurlaub an alle Beziehungen. Schickt dieses Video eure Freundin und sagt, hey, Baby. Hey, mein Schatz. Lass uns da mal hin. Aber es gibt auch so Örtchen, wo man auch unter Freunden Urlaub macht. Gibt's auch. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Fast die 1 Million. Dritter Urlaubstag. Ihr seid die Besten. Hier hat jemand zu meinem Bild auf der Story geschrieben, dass es auch von seiner Oma hätte sein können. WhatsApp-Status. Und das gemein, weil das sieht doch schön aus. Das stimmt, aber das haben dann echt so Omis in ihren Storys, ja. Nein. Ja, besser als wenn du da irgendwie deinen Arsch hinhältst oder so. Was will der? Ist doch besser hier. Kann man so sagen. So, Freunde, Karma hält hart, hat eine heiße Spur entdeckt. Die Frau ist safe nur mit dir zusammen wegen Fame oder Kohle oder beides. BTW ist die nur 1,50 groß. Was sagst denn du dazu? Hä? Ich bin nicht 1,50. Das andere stimmt aber, Bro. Ja, wir haben hier gerade so eine Diskussion. Ich glaube, ich wäre nicht mal sauer, wenn du dich mit Cristiano Ronaldo treffen würdest. Ich würde sagen, GG. Meiner Meinung nach. Guck mal, das Blatt knirscht. Meiner Meinung nach wäre es nicht mal schlimm. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Wärt ihr sauer, wenn Cristiano Ronaldo sich mit eurer Freundin, Schwester oder Mutter oder so trifft? Küsst dich mal. Aber Schwester und Freundin? Ich würde es cool finden. Ja, mit der Schwester, wenn deine Schwester mit Ronaldo zusammen wäre. Voll cool. Hä? Das wäre das Krasseste. Aber nicht deine Freundin. Das wäre doch total kacke. Ich würde damit angeben wie sonst was. Georginas. Junge, das war Mundspülung. Das ist so. Ja, jetzt muss ich gurgeln und dann rausspucken. Rausspucken. Das darf ich nicht runterschlucken. Ex-Freund, was der sich denken muss. So, wir wollen mal wieder los, aber dreimal dürft ihr raten, wer hier wieder 100 Jahre braucht. Und dreimal dürft ihr raten, wer die Handtaschen packt, wer alles einfach fertig macht. Genau, ich. Das stimmt. Eli geht zum Strand mit Badelatschen und Handtuch. Nee, nicht mal Handtuch, sage ich, Badelatschen. Zieht sich an. Melle macht sich fertig, nimmt einen Strandschirm mit, nimmt eine Taucherbrille mit, nimmt. Sie ist Mehrwert, sie ist der Mehrwert da. Sie hat noch kalte Getränke bestimmt so unten, sie hat Handtücher mit, eine Decke für den Strand. Was weiß ich noch alles, was da drin ist. Sonnencreme, sowas, hat sie mit? Genau, ich. Wechselbadehose, was? Wie schlau! Wir müssen los, ich will auf diesen Donut, auf diesen Wasserdonut. So, Freunde. Übrigens gibt es hier eine Abmachung, also wir fahren jetzt dahin. Melina fährt immer. Sag mal, das Schlimmste, wenn man schwimmen war. Man geht ja immer so schwimmen. Ihr wisst selber, man geht schwimmen. Man hat so Badehose,
und dann so oben muss Calvin Klein so rausgucken. Oder was man für Unterhose hatte. Das muss so ein bisschen rausgucken. Dann sieht cool aus. So, man ist mal so schwimmen gegangen. Dann, man hat natürlich seine andere Hose dabei gehabt, mit der man gekommen ist. Man zieht die aus. Man zieht seine Badehose an, geht schwimmen. Und nach dem Schwimmen hat man keine Wechselbadehose an. Und dann ist das Ding, dass die Unterhose nass ist. Was macht man dann? Entweder man geht mit der nassen Unterhose da rein, man geht mit der nassen Badehose nach Hause, oder man geht ohne Unterhose und mit der Hose, mit der man gekommen ist. Das war immer so ein Dilemma. Neue Unterhose, daran habe ich nicht gedacht. Hin und ich fahre immer. Ich hatte keine Melle. Zurück. Ich bin halt der bessere Autofahrer, ne? Nein, das stimmt. Und zurück, wenn man zurückfährt, ist ein bisschen anstrengender, weil man dann schon im Arsch ist und sowas. Aber ich finde, du fährst wirklich gut. Ich kenne ja auch die griechische Straße. Die 300 um die Erde bebt. Hm. Wenn sie weg sind und die Erde lebt. Sie rappt hier die ganze Zeit und dann der Moment und sie kriegt sich. Okay, jetzt. Jetzt kannst du ja keinem erzählen. Die Frau hatte gerade sowas von Stress beim Einparken, das war ja der Knüller. Die hat hier meine Navigation gebraucht. 5 Minuten lang und hat sie jetzt bekommen. Du kannst gut parken. Ja. Ich hab doch gezeigt, in welche. Wir sind übrigens hier, weil das der Top-Kommentar. Eli ist so blöd. War in der letzten Folge. Irgendwie, also in der vorletzten Folge war der Top-Kommentar, wir sollen hier hin. So, jetzt sind wir hier. Man merkt auch, hier sind sehr viele Jugendliche. Strandmäßig, aber ich finde eigentlich relativ Standard, um ehrlich zu sein bis jetzt. Da war der gestern cooler, rein vom Optischen her. Oder der bei unserem Hotel. So, hier sind diese Angebote, die man machen kann. Ich sehe mich ja bei dem Ding hier. Ich seh mich ja bei dem Ding hier. Parkkrieg. Weiß, cool. Gab's auch noch? Ja, wir sollen hier hin. So, jetzt sind wir hier. Man merkt auch, hier sind sehr viele Jugendliche. Strandmäßig, aber ich bin eigentlich relativ Standard, um ehrlich zu sein bis jetzt. Ja, war ich schon. Da war der gestern cooler. Rein vom Optischen her. Oder der bei unserem Hotel. So, hier sind diese Angebote, die man machen kann. Ich seh mich ja bei dem Ding hier. Warte, ich hätte mich. Angebote, die man machen kann. Ich seh mich ja bei dem Ding hier. Parkkrieg. Digga, kann der nicht lesen? Dann sag doch wenigstens Parakite oder so, aber doch nicht Parkkrieg. Hä? Ist der dumm? Und das. Ich check sowas nicht. Die beiden auf jeden Fall. Das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, übertrieben schwer. Ringo Rides, glaube ich, auch lustig. Hier sehe ich mich. Paddel, hier, Tretboote, was denn? Das ist ja alles viel zu wild. Ja, Aquatwister. So ein paar Sachen werden wir auf jeden Fall hier, glaube ich, machen. Es ist halt so ein klassischer Strand, ne? So. Nevada Beach. Ne, wie? Ja, die können halt nur zu Stränden gehen. Was anderes gibt's da halt nicht, ne? Und morgen sind die wieder beim anderen Strand. Und dann sind die wieder beim anderen Strand. Und dann sind sie wieder beim anderen Strand. Nevada Beach. Aber merkt man vorher, hier gehen so die ganzen Touristen hin, natürlich wie wir auch. Der Sand ist cool, der Strand ist halt auch ganz cool. Aber holt mich persönlich jetzt nicht ab. Übrigens, diese ganzen Aktivitäten, die wir machen wollten, davon geht die Hälfte nicht, weil da irgendein Problem ist. Mehr als die Hälfte geht nicht. Ich glaube, die haben es einfach nicht aufgekommen. Mehr als die Hälfte geht nicht. So, Update. Wir chillen gerade, haben gerade ein bisschen Wasserball gespielt und ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Nicht Wasserball, sondern das hier. Ihr wisst, was? Neben. Was ich meine, mit so einem gelben Ball. Und ich habe eine Zwangsneurose, sage ich. Mache mir immer so selbst Wetten. Bevor Melina und ich nicht 20 Mal oder so mit dem Ding hin und her geschafft haben, gehen wir nicht raus. Ich habe ganz oft so Zwangsneurosen. Ich kann auch nicht schlafen, wenn ich nicht vorher abgecheckt habe, ob Zimmer abgeschlossen ist. Ich krieg's auch nicht gebacken, wenn eine Tür auf ist. Ich kann da nicht abschalten. Ich krieg's auch nicht gebacken, wenn der Ton bei der Fernbedienung nicht gerade ist. Sowas. Die Musik nervt hier im Hintergrund ein bisschen. Hier sind auch ganz, ganz viele Abi-Klassen. Wurde heute schon wieder sehr oft erkannt. Das ist krass. Melina hat einen Hals. Das Zwangsneurosen. Das ist ein bisschen dieses da. Hier, guckt euch an. Das nervt immer an Sandstränden. Das stimmt. Das ist wirklich ein Problem. Und dann geht man zum Wasser, macht die Füße sauber, aber beim Zurücklaufen werden die wieder dreckig. Das macht gar keinen Sinn. Das ist voll dumm, dass man immer zum Wasser geht. Wir sind auf dem Weg wieder zurück ins Hotel. Es ist 17 Uhr. Waren jetzt ein paar Stunden. Man muss sich denn da so auf Krampf so Socken anziehen und so auf einem Bein wie so ein Flamingo Schuhe an. Am Strand. Und da muss man durch Schuhe mit Schuhen durch den Sand. Das ist auch scheiße. Sehr warm. Retour ist geisteskrank. Das ist auch underrated. Ich habe schon die Hälfte. Badelatschen.
Wenn du mit Badlatschen durch den Strand läufst, dann sind die trotzdem voller Sand deine Füße. Oder mehr als die Hälfte. Slush an warmen Sommertagen. Ja, stimmt, im Wasser die Latschen anziehen. Das mache ich auch immer. Aber es bringt nichts. Super geil. So sieht übrigens der Pool hier aus. Eigentlich voll cool. Das hier ist so der Pool, wo alle hinkommen. Und da hinten sind auch nochmal liegen. Da hat man eine richtig schöne Aussicht. Wir gehen jetzt zu uns ins Zimmer und essen unser Sandwich. So, wir laufen jetzt in unser Zimmer zurück, nachdem Eli unsere Zimmerkarte an der Bar liegen gelassen hat und wir gerade extra wieder hochfahren mussten. Naja, was soll's, ich hab sie uns geholt, Leute. Melina ist der tollpatschigste Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt. Stimmt nicht. So, Leute, das ist jetzt hier unser kleines Klapp-Sandwich mit Hühnchen. Und hier ist noch ein Stein, den Eli gefunden hat und mitgeschleppt hat. Also wehe, ihr verletzt euch. Ich schwör's euch, ich schmeiß euch raus. Edi ist sogar im Urlaub am Rumstenkern hier bei Delay Sports und managen. Okay, ich habe gerade erfahren, dass diese Vollidioten gestern 2-2 gespielt haben. Hör mal auf, in dem Ort zu profilen. Das ist die Wahrheit. Sie haben 2-2 gespielt, nach 2-0 Führung. Und dann gehen sie heute, Samstag, wieder Fußball spielen. Ich weiß, sie haben es ihm versprochen. Dann sollen sie auch da hingehen, aber sie sollen aufpassen, dass sie sich nicht verletzen. Gehen zum Dia-Cup. So. Ali ist denkt wirklich, wir sind Hertha BSC. Nicht mal Hertha BSC würde das verbieten. Jetzt kriegt jetzt eine Memo von mir. Ali, was höre ich da? Was ist das Problem? Du konntest gestern nicht spielen. Was ist passiert? Bist du doll verletzt? Ich muss mich um meine Spieler kümmern. Dieses Geräusch, dieses. Gestern nicht spielen. Was ist passiert? Bist du doll verletzt? Ich muss mich um meine Spieler kümmern. Ihr seht wahrscheinlich hier ein Insta-Bild. Alle liken, wenn ihr mich geliked habt. Wir haben den Lift jetzt nach oben und gehen dann was essen. Wir wissen aber, ich könnte mal in die Kommentare schreiben. Ach, du bist der vorletzte Tag gekommen. Ja, das macht nicht so viel Sinn. In 3 Tagen gehen wir zu Melinas Familie, nach Paga. Da lerne ich auch ihre griechische Familie kennen. Ja. Ach, die haben mich immer Zeit. So, Leute, wir laufen jetzt zum Auto. Und es ist wirklich richtig schön heute. Oder, Eli? Aha. Und sonst so. Was ist eigentlich euer Sternzeichen? Nein. So, Freunde, wir sind jetzt hier auf so einem Restaurant, was auf dem Dach ist. Guckt euch mal die Aussicht an, wie cool das hier aussieht. Cool. Das ist einer der besten Views, die ich hier hatte beim Essen. Ja, wenn man nach links guckt, dann schon. Cool. Eine Person will hier heute steigen. Kannst du mir das erklären? Da ist kein Alkohol drin. Sie hat sich ein alkoholisches Getränk gekauft. Willst du heute hier Party machen? Willst du heute steigen? Nein, aber fürs Feeling. Fürs Feeling? Mhm. Apropos Sprit. Freunde, schade, dass es hier kein Vita-Welt gibt, mit einer Soda. Ich habe mir so ein Steak geholt und wir haben uns so Trüffelnudeln geholt und sie hat sich so Garnelen mit Feta. Wir teilen uns aber das. So sieht das hier übrigens abends aus. Essen kriegt von mir eine 6,5 bis 7 von 10, aber Ausblick 10 von 10. Guck mal, wie geil. Die spielen da unten. Achso, das ist Volleyball. Ich dachte, es wäre ein Basketballplatz. Hier sind diese ganzen Schiffe und sowas. Jo. Wir schlendern jetzt hier noch so ein bisschen durch die Gegend. Hier spielen die einfach ein bisschen Musik. Voll cool. Und du merkst so wirklich, das Leben in Griechenland, die, ich will nicht sagen, aber die leben das richtig. Die Leute gehen hier raus, die chillen ihr Leben. Es ist fast 0 Uhr oder so. Und die, was ist denn für Wochenende? Ja, okay, heute ist Wochenende. Aber trotzdem, auch unter der Woche war das so. Digga, das ist wie aus so einem Film, wie aus so einem Disney-Film. Die Leute chillen hier einfach. Das ist Griechenland, mein Freund. Hier ist so, keine Ahnung, da grillen die. Ja, man sieht, da grillen die, hier sind Kinder, die chillen hier. So Leute, wir sind jetzt, wir fahren jetzt mit dem Fahrstuhl hier, wir fahren jetzt in den 6. Stock zu so einem Roof Garden Restaurant. Wir sind mal gespannt, wie es schmecken wird. Ich war der Meinung, ich will noch mal was essen. Wir sind jetzt ins nächste Restaurant gegangen. Wir waren vorher erst ein bisschen Standard. Hin, damit ich nicht schlafen kann. Nein. Weil wenn wir denn hier fertig sind, ist es so spät, dass alle Läden zu sind. Nein, ich will unbedingt Muscheln hier essen. Ihr müsst hier diese Muscheln essen. Also generell Fisch ist hier echt krass. Leute, Eli ist so romantisch. Er hat mir eine Blume gepflückt. Wo er die wohl her hat. Musst du erstmal auf die Idee kommen. Naja, schlau im Leben halt, ne? Ich glaube, er hat ihm wirklich geschickt. So, ist wirklich schlau. Siehst du hier irgendjemand anderes, der seiner Freundin sowas geholt hat? Nein, weil ich mitdenke. Ich bin ein mitdenkender Mitspieler. Er hat sie ja wirklich geschenkt. Einfach von hier. Hier. Ein einzigartiger mitdenkender Mitspieler, der schlau im Leben ist. Genau. Also nochmal, was heißt ja? Nee. Was heißt nein? Ja.
Oshi. Sag das nochmal. Oshi. Oshi. Gala, Essi heißt gut und dir. Sag Apao, ich liebe dich. Alejo oder so heißt Wasser. Nero. Was heißt habe? Das heißt Alejo. Echo. Ja, Echo. Was haben wir gelernt? Ich. Was heißt das? Echo. Echo. Sprache ist so süß. Das sind sie. Wahrscheinlich kann der jetzt noch irgendeine Sprache lernen, Digga. Sein Gehirn ist schon völlig überansprucht. Ich muscheln. So, Freunde, ich will mich ganz kurz outro. Diese Scheißfinger! Das sind sie. Holt euch muscheln. Muscheln. So, Freunde, ich will mich ganz kurz outro. Wir sind jetzt zu Hause, schon spät, wir sind völlig am Ende. Ich glaube, ihr seht den nächsten Vlog mit 2 Tagen. Das heißt, wir sehen uns morgen in alter Frische. Wir gehen schlafen. Gute Nacht. Willst du den Leuten noch was sagen? Eligella. Why always me? Eligella. Like I'm Balu Deli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video on YouTube. Why don't you see? So, Freunde, nächster Tag, letzter Tag hier im Hotel. Danach fliegen wir rüber zu ihr, mit einer Fähre. Das war zum ersten Mal mit einer Fähre zu ihr ins Dorf. Wenn ihr das Dorf kennt, zu ihrer Familie, lerne ich mal so alle ihre griechische Familie kennen. Heute hier, letzter Tag, wir waren gerade frühstücken. Oh, was macht das heute Tag? Wir wollten zu dem Strand heute den Morgen fahren. Und das Gute an dem Strand ist, dass der von beiden Seiten... Was hat denn Eli für eine Knüppelnase? Was ist das für eine Kartoffel? Hä? Ich würde sagen, 2 Buchten genau ineinander. Auf einer Seite ist Strand und auf der anderen auch so eine kleine... Ja, da fahren wir auf jeden Fall heute hin. Hier, das sah cool aus in seiner Story. Melina, oh mein Gott! Ich reagiere auf sowas gar nicht mehr. Warum pupst du? Was soll ich jetzt machen? Wir sind nicht hier drin, wenn wir am Strand sind, sollst du das Video machen. So, wie denn? Auch nicht so hochkant. Mhm, und also, wie denn? Na, ich laufe so, dann drehe ich mich und dann gucke ich so zum Meer. Spontan. Das hat sie jetzt schon geplant und das wird spontan am Meer gemacht. Spontan, Freunde, spontan. So, kurzes Update. Wir fahren jetzt zum Strand. Wir fahren da 1 Stunde hin. Der soll aber sehr schön sein. Medina übernimmt die Autofahrt. Was glaubt ihr, was deren Bodycount ist so im Urlaub? Ich melde mich später. So, wir sind jetzt hier seit 50 Minuten unterwegs. Medina ist echt eine gute Autofahrerin. Naja. Es geht ein bisschen. Ich bin gespannt auf den Strand. Wir sind gefühlt durch jedes Dorf von Fahrrad gefahren. Also, die Strecken in Korfu sind ganz schön nervig. Da war Kreta entspannter rein von den Straßen her. Sag so. Sagen wir 4 Tage. Ich sag, boah, ich kann es nicht einschätzen. Ich sag 3 Mal. Ich glaube, also ist es nicht sowas wie jetzt in Kreta? Es könnten auch so 7 sein. Was denn? Nee, ich glaube nicht bei Eli. Sagst du 3. Freunde, so. Ist eine wichtige Frage. Hier wird uns so viel erzählt, aber die wichtigen Sachen müssen wir uns selber denken. Traumparadies-Ding oder wo wir vorgestern waren. Das soll schon sehr schön sein. Ja, aber. Wir sind seit 7 Jahren zusammen im Leben nie so oft. Ich weiß, deswegen sag ich ja so 3 für einen Urlaub so. Von 4 Nächten 3 Mal ist schon okay. Ja, ich hab nach Barlos Beach ist bei mir immer ganz. Aber es ist schon cool aus, ja. Das ist die dümmste Strecke, die ich immer in dem gesehen habe. Wir sind hier reingefahren. Nein. Weil Navi sagt, wir sollen hier reinfahren, aber man kann hier nicht reinfahren. Jetzt muss ich die Frau hier raus navigieren. So, ich habe das Zepter übernommen, sie hat es nicht geschafft, ich musste rausfahren. Du brauchst es nicht so sagen, du hast nur gemeckert und keine guten Anweisungen. Ich bin rausgefahren, weil ich ein guter Autofahrer bin. So soll das hier gleich aussehen, mit so 2 Beaches. So sieht es hier aus, wir müssen jetzt wieder richtig runterbabbeln, runterlaufen. Das sieht schon wieder... Nee, aber man muss hier schon wieder runterlaufen. Man fühlt sich wirklich wie in so einem Dschungel. Das ist aber cool. Das war in Kreta auch so und ich fand's cool. Man muss hier richtig durchlaufen. Ich glaube, das ist nicht so ein Strand wie gestern, wo jeder gefühlt hingeht. Also hier gehen auch, glaube ich, richtig viele Leute hin, aber du musst was da... Warum bist du blöd? Wie kommst denn dazu? Ja, Dings, hab Bock zu... Du auch. Hä? Zu tun. Ja, so.
Ja, zieht euch Turnschuhe an. Ich habe hier gefälschte Adidas-Latschen mit 4 von diesen weißen Streifen, habe ich so auch noch nicht gesehen. Guckt euch das an, Chat. Einer ist 11. Läuft so richtig. Ja, okay. Und dann immer zu sehen, wohin man will. Das Ziel vor Augen. Guck mal, ich sag jetzt, sie will ein Bild machen. Hundertprozentig. Wir gucken uns das gleich an. Uncut rein. Ich sag, ihr wird gleich ein Bild gemacht. Oh, Eli, guck mal, wie schön. Sieht aber echt schön aus. Aber trotzdem. Hm. Kein Bild? Ich glaube, ich möchte ein Bild, aber ich film's ja noch. Ich hab gesagt, du wirst jetzt selbst ein Bild haben wollen. Ich fühle mich ja wie in so einer Bild. Drecksteiner für vierten. Digga, seine Beine. Wie in so einer Bild. Wow. Ja. Oh. Eli übt schon mal für Seven with Wild. Das sind seine Hutfreunde. Digga, so einen Weg runterlaufen. Boah, ist nur eine Frage der Zeit, bis ich umknicke da. Die Wege an, ich weiß nicht, wie es hier. Das ist sehr uncool. So eine Stunde. Komm, das ist echt steil und sowas. Und so versteinert. Ja, aber man muss die Steine halt nur verstehen. Ja, wir müssen die Steine sind verstehen. Interessant, man muss sie nur verstehen. Und ich verstehe sie, guck mal, wie ich sie verstehe. Digga, guckt euch das an, Freunde. Man denkt wirklich, ich bin froh, dass ich euch hier mitnehmen kann, dass man hier irgendwo im tiefsten Dschungel ist, Amazonas, weiß ich nicht was. Wir müssen dahin. Sieht jetzt nicht aus wie Amazonas. Noch hin. Und wir müssen komplett hier durch. Aber es ist. Sieht jetzt nicht so verdschungelt aus. Es ist eine Erfahrung. Es ist wirklich schön. Es ist voll schön, hier so zu laufen. Da, geil. Das sieht cool aus hier. Dieser Vorsprung. Das sieht cool aus. Oh. Und du siehst die ganze Zeit dieses türkise Meer, wo man richtig Bock bekommt. Oh, voll geil. Tega. Viel Spaß mit deinen Floppen da. Ja, danke. Zeig ich mal jetzt, wie das aussehen muss. Halt für mich mal, wie ich da runtergehe. Aber ich bin so agil. Aber wie soll ich dir dann das Handy geben? Guck mal, ich bin so agil auf meinen Füßen. Edi, fall bitte nicht hin, jetzt mal ehrlich. Guck mal hier. Ja, und jetzt komm und hol dein Handy ab. So, es sieht hier schon nach was aus. Cool. Das ist es. Es sind so zwei Hälften. Und ich weiß nicht, aber es kommt so wunderschön rüber. Das ist auch wunderschön. Wir haben es gleich geschafft. Oh, ja. Die so eine Seite bis die andere, ne? Ja. Versuch mal hier ein bisschen zu filmen. Ich wäre übrigens fast hier gerade runtergeflogen, ne? Da vorne, kein Joke. Den Abhang einfach entlang. Ich bin hier gelaufen, da habe ich mich verstolpert und dann so den nächsten Schritt gemacht. Ich werde einfach fast runtergeflogen. Also an alle Paare oder selbst mit euren Freunden. Absolute Empfehlung jetzt schon. Allein wegen dem, ja, sowas macht man nicht oft. Macht das auf jeden Fall. Habt da mal was zu erzählen oder weiß ich nicht. Muss nicht immer dieses Klassische sein. Guckt euch das hier an. Da hinterfragt man. Fragen hinterfragen. Ja, und da soll ich hinterfragen, wer das T-Shirt anzieht. Weiß ich nicht. Wir gehen zur anderen Seite. Hier ist es ganz schön wellig. Aber es sieht super cool aus. Super cool aus. Kennt nicht so viele Leute. Wer von euch kennt diesen Film? Ich weiß nicht ganz genau. Man denkt, ihr schreit beim Lachen, wenn ihr ha schreibt. Wir versuchen hier gerade unsere Wassermelone festzumachen. Und ich habe einen Plan. Das hält. Ich kenn, Digga. Hält nicht ganz. Und ich suche hier die passenden Steine. Ja. Aber das hält safe. Voll stabil, guck mal. Wie soll das wegfliegen, Melina? Das geht gar nicht. Das wird safe halten. So, Freunde, wir sind jetzt hier. Das ist echt schön. Ist ein bisschen doll windig, deswegen kann ich nicht immer was filmen, aber jetzt geht's gerade. Ich hab noch nicht. Komm, ich sah seinen Kopf gerade aus. Schön. Der sieht aus wie ein Regenwurm. Ist ein bisschen doll windig. Sieht so nackig aus. Deswegen kann ich nicht immer was filmen, aber jetzt geht's gerade. Ich hab noch nicht eine einzige Wolke hier gesehen, seitdem ich in Griechenland bin, ne? Es ist. Da hinten ist eine. Das ist echt krass, die Sonne knallt. Mann, deine scheiß Finger, Junge, mach die aus der Kamera raus. Nein, aber. Wunderschöner Ort hier, meiner Meinung nach. Ich gebe euch jetzt hier mal mein Update. Wir müssen jetzt wieder alles hoch. Wir sind nicht aufs Zungen. Message an euch, hört auf rumzuheulen. Wenn ihr ins Fitnessstudio gehen wollt, dann geht ins Fitnessstudio. Wenn ihr abnehmen wollt, dann achtet auf eure Ernährung. Wenn ihr zunehmen wollt, dann achtet auf eure Ernährung. Wenn ihr Fußballprofi werden wollt, dann geht laufen. Wenn ihr Multimillionär werden wollt, dann... Also wenn ihr Fußballprofi werden wollt, dann geht einfach laufen, dann wird's so. Geht, keine Ahnung, macht euer Ding. Wenn ihr einfach immer mehr laufen gehen, dann wird es schon. Wenn ihr Quatsch ansprechen wollt, geht euch Quatsch ansprechen. Hört auf rumzuheulen, ich laufe jetzt nach da oben. Mach, ich heule ab und zu rum, ich werde mich nachher. Nicht rumheulen. Ich heule ich rum? Nein, aber wir sind gerade mal 2 Minuten... Weil wir einen Traum haben, deswegen heule ich nicht rum. Genauso wie ihr, wenn ich rumheulen wollt. Warte mal noch 10 Minuten. Hört auf rumzuheulen. Ich bin Motivator hier gerade. Kurzes Update. Wir sind so seit 15, 20 Minuten ungefähr am Laufen. Langsam geht mir die Pumpe, aber es ist nicht so anstrengend wie Barlos letztes Jahr. Weil das ist nicht so steil. Ja, du hast ja auch keine Mario Kart Earnings. Leute mit Mario Kart Earnings stecken sowas leichter weg. Ist wie so ein, ja, ist unangenehm. Aber ich sag euch ehrlich, das Wetter knallt halt.
So, wir haben hier eine kleine Pause gemacht, war echt anstrengend. Und jetzt essen wir hier bei so einem Strandrestaurant hier. Aber das schmeckt. Sowas, alle Sachen mit guter Aussicht schmecken nie. Das ist ein Berg. Schreibt euch hinter die Ohren, es wird nicht schmecken. Ein Bergrestaurant? Also nicht besonders gut. Wenn hier ein Sonnenuntergang wäre, das wäre krass. Das ist schon cool. Zeig mir jetzt, gib mir meinen Peter. Wo ist das? Bardrinks. Wartet ab. Ich sag, es wird maximal eine 7. Warte mal. Er meinte, war heftig. Das sind nur Cocktails. Wir haben uns jetzt hier noch was bestellt. Chicken Breast. Ja, okay. Das ist mein Lieblingsessen hier. Diese Vorspeise mit Käse. Und ein Club Sandwich. Cool. So, Freunde, wir haben es geschafft. Wir waren ganz unten und jetzt ganz oben. Wir waren gerade was essen. Das war richtig lecker, Yves. Das war echt ein gutes Essen. Wo waren wir denn? Zeus Browns Restaurant und Bar oder so? Die guten Läden sind die, wo man es nicht erwartet. Das war echt lecker. Von sowas erwartet man noch viel, wenn es so nur so eine geile View ist, dann erwartet man immer viel. Jetzt nach Hause. Eine Stunde. Also meine Erfahrungen sind sowas immer teuer. Du bezahlst für den Ausblick, guter Call und Essen ist okay. Ich hab's in der Kamera so rüberkommt, aber das sieht echt sehr schön aus. Wäre das gleiche Restaurant hier unten in so einer Seitenstraße, würde da niemand hingehen. Darum geht's mir. Besonders also rein vom Essen. Stell dir mal vor, wenn hier die Sonne untergeht, das muss wunderschön sein. Ohne Spaß, diese Straßen in Griechenland und wie die auch fahren, das ist unglaublich. So, Freunde, wir sind wieder im Hotelzimmer. Mein Handy ist ausgegangen vorhin. Es ist übrigens der letzte Tag hier im Hotel, weil wir morgen zur Familie von Melina gehen, nach Paga. Ihre Familie kommt daher. Ich lerne da ihre griechische Familie sozusagen kennen. Werde euch da auch mitnehmen. Mal gucken, was wir jetzt noch machen. Vielleicht gehen wir nochmal in die Stadt. Wir sind voll im Arsch, weil das war ganz schön anstrengend. Da hoch und runter bei, keine Ahnung, Dinger, fast 40 Grad. Genau, wir sind jetzt da. Autofahrt. Wir sind jetzt hier noch im Hotel, wir haben uns noch das Hotel gar nicht angeguckt. Ich schule die Frau nachher in Tischtennis ein, wir gehen nicht mehr in die Stadt. Es ist zu anstrengend, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Nachdem man so den ganzen Tag schwimmen war und in der Sonne, man ist so im Arsch, aber heute ist nochmal ganz krass. Wir gehen jetzt hier nochmal irgendwie in eine Bar, trinken ein bisschen was, reden über das Leben, Skippo und so. Wir spielen hier ein bisschen was, schon 23 Uhr. Und dann gehen wir aufs Zimmer. So, Freunde, wir spielen jetzt hier noch eine Runde Skippo. Wir wollten eine Runde Skippo spielen. Aber es fliegt hier die ganze Zeit weg. Ich habe die Wabe an die Wand gespielt. So, wir haben uns jetzt hier noch ein paar Drinks geholt, spielen ein bisschen Skippo, lassen den Abend ausklingen. Weil morgen geht es zu ihrer Familie nach Parga. Heute noch mal letzte Runde zu Hause, hä? Vielleicht spielen wir noch ein bisschen Tischtennis, aber wir sind richtig im Arsch, Freunde. Ich weiß, ja, ich glaube wegen Copyright mit Musik ein bisschen haarig, aber ja. So, Freunde, wir spielen jetzt hier noch mal ein bisschen Tischtennis. Die Frau wird noch mal eingeschult. Wenn ich mit... Ah, krass, denn keiner traut sich das zu sagen. Ja, wird halt gesagt. Wenn ich fertig bin, fährst du nie wieder eine Tischtennisplatte an. Oder eine Kelle, besser gesagt. Verstehst du das? Spielsatz Sieg für Eli Geller. Fordere kein Krieger heraus. Ganz ehrlich, ich habe Gegenwind und du nicht. Okay, Seitenwechsel. Kurzes Update aus Korfu. 11-2 wurde hier gerade gespielt. Gegenwind. Sieht das nach einem Gesicht aus, was 11-2 gewonnen hat? Aber ich glaube nicht. Ich habe schon wieder hier gewonnen mit einem souveränen 11-2. Kurzes Update zum Hotel. Wir sind hier im 5. 6. Stock, ist glaube ich mein 4. Versuch. Winter. Warum seid ihr da draußen? Ist auch hier am Start, ich hoffe es geht. Also, damit ihr mal seht, wie groß diese Anlage. Warum ist Melle so viel am Lachen? Lage ist, guckt euch das mal da an. Das ist unser Zimmer da unten. Das sind diese Privatpools. Das ist ein super großes Gelände. Wir waren nicht ganz so viel hier, um ja, zu sagen, ob es richtig gut ist, richtig schlecht, was uns aufgefallen ist. Es ist solide. Ein solides, cooles Hotel. Geht bestimmt besser, geht auch bestimmt schlechter. Ja, das Essen, wir haben Frühstück gegessen und das war okay. Der Ausblick ist super, super geil. Auch die Anlage ist, wie gesagt, cool. Wie heißt das? Atlantica Grand Mediterraneo Resort. Atlantica Grand Mediterraneo Resort. Mediterraneo. Preis, viele haben nach dem Preis gefragt. Also unser Zimmer mit diesem Pool und sowas hat für 5 Tage und 4 Nächte 200.000 gekostet. Geht wahrscheinlich noch sehr viel günstiger, weil wir extrem spät gebucht haben. Das war unser Preis, haben viele gefragt. Solides Hotel, was wir so gesehen haben. Genau. Das wollten viele auch nochmal wissen. So, Freunde, ich bin jetzt hier bei Melina. Das Internet ist vorgewählt. Ich krieg's leider nicht hochgeladen, die ganzen Dateien. Und Datenvolumen, ich habe nicht unbegrenzt. Bisschen lost. Und das hat keinen Sinn. Ich müsste dafür, keine Ahnung, 700 Euro oder so ausgeben, damit die Dateien hochladen. Auf jeden Fall ist deswegen das Outro jetzt aus Melinas Dings, ne? Wohnung, also
aus. Lasst ihr ein Like da, lasst ein Abo da, abonniert den Kanal. Und ich muss mal gucken, ob ihr morgen die Dateien schon bekommt. Wenn nicht, dann bekommt ihr spätestens am Donnerstag, am Freitag oder Donnerstag die nächsten Vlogs. Yeah, yeah, yeah.